Hallo, Tag und Moin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Mein Name ist Daniel von Trausnitz. Ich lese für Sie aus meinem Buch »Das Leben ist ein Strickstrumpf« eine Geschichte, zu der ich inspiriert worden bin, nachdem ich die Grenze Luxemburgs überschritten habe und einen Tankstopp einlegte. Folgendes. Aufgemerkt. Auf dem Weg in den Urlaub und kurz nach der Passage von Luxemburgs Grenze hatte ich nach einem Tankstopp in Remmich folgenden Gedanken. Es ist doch merkwürdig, dass wir Menschen auf Leben und Tod gegeneinander kämpfen, nur um am Ende völlig willkürlich Striche auf ein Blatt Papier zeichnen zu können, die wir dann Grenzen nennen. Auf der jeweils anderen Seite dieser imaginären Striche ist jedoch der einzige Unterschied zwischen den dort Lebenden, dass sie eine andere Sprache sprechen. Okay, im Fall meines Luxemburger Tankstopps hinkt die Sprachthese ein wenig. Die gut aussehende Frau, wobei das hier kaum etwas zur Sache beiträgt, an der Kasse der Tankstelle sprach meine Sprache. Zumindest fast. Denn sie hatte einen wundervollen Karl-Marx-Städter Dialekt. Was mich in Luxemburg, wo ich tatsächlich diesen sexy verruchten moselfränkischen Akzent erwartete, zugegeben überraschte. Aber so ist das eben mit Erwartung und Realität. Und dennoch, das mit den Ländersprachen-Trennstrichen stimmt. Nach einer weiteren Sprachstrichüberschreitung, einer Tankpause mit gewissen Sprachbarrieren zwischen mir und dem französischen Tankwart und der daraus für den Rest der Reise resultierenden Nutzung von Tankautomaten, an denen man Deutsch oder zumindest Englisch als Servicesprache wählen konnte, sitze ich nun hier an der südfranzösischen Atlantikküste, beobachte die Wellenreiter und die unzähligen Formen der zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen von Menschen am Strand. Und damit bin ich auch schon mitten im Thema. Die Kommunikation zwischen Mann und Frau. Diese scheint in vielen Fällen und damit ganz ähnlich einer Staatsgrenze auch durch eine gedachte Linie und manchmal sogar durch eine massive Mauer getrennt zu sein. Denn obgleich beide Geschlechter dieselbe Sprache sprechen, verstehen sie sich oft überhaupt nicht. Mein persönliches Mensch zumindest führt offenbar häufig zu Missverständnissen beim weiblichen Geschlecht. Nun, mittlerweile weiß ich, dass dies an meiner oft ungeschickten und mitunter etwas rudimentären Ausdrucksweise liegt. Diese rührt daher, dass ich meist genau in dem Moment, in dem ich gerade erst anfange zu denken, schon ausgesprochen habe, was ich gleich denken werde, aber niemals aussprechen würde. Und als Zugabe, sozusagen dem Sahnehäubchen, habe ich eine scheinbar völlig andere Situationswahrnehmung als eine Frau. Hier exemplarisch drei Beispiele aus meinem Leben. 1. Ein gemütlicher Abend bei einer amüsementbietenden Illusionsproduktion im TV, die auch ich ausnahmsweise einmal gut finde. Ich genieße und schweige. Und während ich zufriedener nicht sein könnte, rechnet sie schon die Tage bis zur Trennung hoch. Denn einen ganzen Abend nicht gesprochen zu haben, bedeutet für mich Entspannung und ein freudig laut in mich hineingedachtes »Prima, alles im Lack bei uns.« Für sie jedoch bedeutet diese Situation, er redet nicht, alles ist so furchtbar. Dadurch werden die linke und die rechte Kurve des heimischen Sofastadions schnell zu zwei weit voneinander entfernten Planeten in dazu noch unterschiedlichen Galaxien. 2. Noch ein Klassiker der Mann-Frau-Kommunikation sind die verschlüsselten Nachrichten, die die Dame trickreich kodiert in Richtung Mann verschickt. Dazu ein Tipp. Wenn Frauen Sätze sagen wie »Ist ganz schön kühl hier« oder »Eigentlich müsste der Keller mal entrümpelt werden«, ist das ihre höfliche Art, auf eine für sie unerträgliche Situation hinzuweisen, die »Mann« bitte sofort, also nicht umgehend, sondern sofort anpacken und verändern soll. Diese verschlüsselte Form der Kommunikation können Männer nicht verstehen. Was das Problem aufwirft, dass die für einen Mann durchaus logische Antwort darauf »stimmt« garantiert die falsche ist und der Haussegen auf unbestimmte Zeit etwas schräger hängt als üblich. Was andersherum übrigens auch passieren kann,
nämlich wenn der brustbehaarte Nacktaffe nach Erledigung der von ihr georderten Dienstleistung nicht huldvoll dafür gefeiert und geehrt wird. Neulich führte ein lapidar vor mich hingesagter Spruch zu einem absoluten Eklat zwischen mir und meiner Liebsten. Also, sie kam nach 2 Stunden aus dem Bad und im Vorbeigehen sagte ich, wir können auch eine halbe Stunde später losfahren, dann kannst du dir die Haare noch machen. Irgendwie kippte die Stimmung danach und der geplante schöne Samstagabend bei Freunden war passé. Aber schon diese 3 Beispiele lassen mich zu dem Schluss kommen, dass es in einer zwischenmenschlichen Beziehung das Wichtigste ist, dass man sich zuhört, sich aufeinander einlässt und vielleicht auch den ein oder anderen Kompromiss eingeht. Denn, und da bin ich mir ziemlich sicher, fallen die Grenzen des Missverstehens und am Ende vielleicht auch die imaginären Striche, Linien und Mauern, die die Sprache ändern und Menschen trennen. Doch, da war es gerade wieder, mein Männisch, mitten auf dem Parkplatz eines Baumarktes. Eigentlich wollte ich der Dame nur helfen, einen 200 Liter Regenwassertank durch den dafür etwas zu engen Schlitz des Kofferraums ihres Autos zu buxieren, als es wieder ungefiltert und rudimentär aus meinem Sätzebrunnen hinaus plätscherte. Wenn Sie das Loch aufhalten, drücke ich das Ding kräftig rein und bums ist er drin. Als mir die Tiefe und Tragweite dieses Satzes bewusst wird, schaue ich sie verschämt an. Sie lacht. Und die Erkenntnis, dass man sich immer noch am besten versteht, wenn man ungefähr gleich doof ist, rettet mir den Tag. Sind wir mal ehrlich, Sie werden dieses Problem sicherlich aus jedem Baumarkt kennen. Ich nenne das Problem bei Namen. Berater. Oftmals ist es so, man braucht dringend eine Beratung und sieht in weiter Ferne einen Berater davonspringen oder durchs Regal diffundieren. Nun, bei uns im Baumarkt ist dies alles anders. Wir haben Berater, die nur für Sie vor Ort sind. Sie können sie anrufen, ansprechen, anfassen und sie werden nur für sie Ohren haben und Augen.